Und los geht's, hier ist TV Bayern Live. Herzlich willkommen zu TV Bayern Live. Die Narren sind los. Jetzt fängt bei uns in Bayern der Fasching so richtig an. Denn Fasching ist heuer so kurz wie selten. Schon am 10. Februar ist alles wieder vorbei. Deshalb geben die Narren jetzt Gas. In der Faschingshochburg Würzburg haben heute Mittag die Narren das Ruder übernommen. Kaum ist die Weihnachtsdekoration auf dem unteren Markt in Würzburg abgebaut, da kommen die Narren. Und sie ziehen hier gerade hinter mir über den Marktplatz. Das ist die erste Karnevalsgesellschaft Elferath. Mitsamt der Ranzengarde, Prinzenpaar, Prinzengarde, Elferath und noch ganz viele weitere Faschingsgesellschaften aus Unterfranken. Die ziehen jetzt erst einmal durch die Innenstadt und dann gehen sie ins Rathaus. Und dort wollen sie den Rathausschlüssel haben von Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Und in den nächsten gut 4,5 Wochen, da werden dann nicht der OB und der Stadtrat in Würzburg regieren, sondern nichts als Frohsinn und Hellau. So, Christian Schuchardt, der Schlüssel, den haben Sie los vom Rathaus. Das heißt, Sie fahren jetzt in Urlaub und lassen die hier regieren. Naja, ich lasse mich natürlich aufs Narrische treiben, auch mit ein. Und schaue, dass wir mehr Humor in die Politik bekommen. Weil das ist Sinn natürlich auch für uns als Politiker, wenn wir hier die Rathausgewalt abgeben. Und uns letzten Endes einfach darauf freuen, dass eine der kürzesten Sessionen auch eine der schönsten und heftigsten wird. Ja, und so startet nun das Würzburger Faschingsprinzenpaar Stefan II. Und Jeanette II. Von den närrischen Zahlen in diese kurze Session. Sie kriegen hier hinter mir gerade noch extra ein Auto dafür von einem Sponsor überreicht. So lässt sich's leben als Faschingsprinzenpaar. Aber es kommt auch jede Menge Stress auf die beiden zu. 33 Tage lang ist diese Session und an 20 Tagen davon sind sie im Einsatz. Da haben sie teilweise ganz viele Auftritte an einem Abend. In diesem Sinne ist nun also Würzburg bereit für die närrische Saison und mit Würzburg die ganzen Unterfranken und spätestens am Faschingssonntag. Da werden sich dann alle hier treffen zum großen Faschingszug. Ob Günther Jauch, Joey Kelly, Henry Maske oder Arnold Schwarzenegger. Sie alle sind bereits in Ton verewigt, besser gesagt ihre Hände. Im sogenannten Fernweh-Diner im Oberfränkischen Hof werden die Tonplatten präsentiert. Geistiger Vater dieser Idee ist der Hofer Sammler, Promi-Jäger und Filmemacher Klaus Bär. Er hat die Abdrücke für sein Friedensprojekt Fernwehpark gesammelt. Doch jetzt gibt es Spannungen zwischen ihm und der Geschäftsführung. Es ist ein Projekt, das im Mai 2012 mit dem Spatenstich seinen baulichen Anfang nimmt. Ein Projekt, das zunächst Erfolg verspricht. Ein Diner nach amerikanischem Vorbild, das Hand in Hand mit dem gegenüberliegenden Fernwehpark mitten in Hof zum Träumen von Amerika und fernen Ländern einlädt. Ein Eventlokal, in dem es Burger gibt und das gleichzeitig ein kleines und für Bayern sicher einzigartiges Starmuseum ist, in dem die Handabdrücke zahlreicher Größen aus Politik und Showbiz zu sehen sind. Bär ist dabei der Ideengeber, holt die Stars in den Fernwehpark und ins Diner, managt das Marketing, hält sich aber aus der Geschäftsführung raus. Doch die Umsetzung der Eventgastronomie steht offenbar unter keinem guten Stern. Bereits im Sommer 2015 gibt es einen Führungswechsel. Der Unternehmer Hans-Jürgen Kleemeyer, der bis dahin bereits als Investor im Diner tätig war, übernimmt die Geschäftsführung. Wir sind natürlich angetreten, um es genauso weiterzuführen, wie es ursprünglich geplant war, als Symbiose zwischen dem Fernwehpark und dem Fernwehdiner, um eben miteinander darzustellen, in Hof etwas Außergewöhnliches zu haben, was es so schnell und im Umkreis von vielleicht 100 Kilometern nicht mehr geben wird. Doch es kriselt zwischen Geschäftsführung und Ideengeber. Immer wieder gibt es Spannungen. Jetzt kommt es schließlich zur Trennung der beiden. Über die genauen Gründe halten sich beide Parteien bedeckt. Fakt ist jedoch, dass vieles an Dekoration im Diner dem Initiator Bär oder dem Fernwehparkverein gehört, einschließlich der Starhandabdrücke. Alles ist per Leihvertrag geregelt. Doch der besagt eben, dass mit einem Weggang Bärs auch diese Gegenstände aus dem Diner verschwinden. Die Handabdrücke werden erstmal wieder eingelagert, wie es vorher auch war. Und es sind schon bereits drei Städte da, die Interesse an dieser ganz besonderen Attraktion haben, auch am Fernwehpark. Und das seit bereits vielen Jahren.
Hans-Jürgen Kleemeyer bedauert zwar die Herausnahme der Handabdrücke aus dem Diner, will aber auch ohne den Initiator weitermachen. Denn er glaubt trotz aller Widrigkeiten an eine Zukunft des Restaurants und würde es begrüßen, wenn auch der Fernwehpark der Stadt erhalten bliebe. Die Gegenstände, die dem Herrn Bär persönlich gehören, dass er die nehmen kann, ist ja vollkommen unbenommen, weil das ist sein persönliches Eigentum. Und da kann ich wirklich nur sagen, ich bin noch nie jemandem einen Cent oder einen Pfennig schuldig geblieben. Die kann er selbstverständlich haben. Auch der Verein, selbstverständlich kann der alles vereinbarungsgemäß abholen, so wie es im Leihvertrag steht. Und ich habe auch die Zusage von einem anderen Leihgeber bekommen, dass selbstverständlich alle seine Gegenstände, die er uns zur Verfügung gestellt hat, weiterhin bleiben und darüber hinaus noch mehr. Also ich denke, wir dürfen da gelassen in die Zukunft schauen. Und ich meine, das, was wir jetzt hier noch aufwenden müssen im Vergleich zu dem, was wir bereits finanziell eingesetzt haben, ist wirklich nicht besonders viel. In den kommenden Monaten wird es also einige Veränderungen im Fernweh-Diner geben, dessen Verbindung mit dem Fernwehpark erst einmal zerrissen ist. Offen bleibt bislang auch, wo und wann die Handabdrücke wieder zu sehen sein werden. Ein Punkt, für den bis jetzt auch Initiator Bär offenbar noch keine Idee hat. Ehrenamt wird in Oberammergau großgeschrieben, vor allem, wenn es ums Theater geht. Nicht erst 2020, wenn nach 10 Jahren die Passionsgeschichte vom Leiden Jesu Christi wieder ansteht, sondern auch dazwischen unterhält das Dorf mit dem Passionstheater ein vielfältiges und hochkarätiges Jahresprogramm. Dieses wurde jetzt im Münchner Volkstheater vorgestellt. Kleinlich, boshaft, eitel, abergläubisch und selbstbewusst. All diese Facetten muss Spielleiter Christian Stückel nachvollziehen, wenn er 2016 den Feldherrn Julian auf seinem gewaltsamen Weg zum Kaiserthron in Henrik Ibsens Kaiser und Galiläa inszenieren wird. Für mich ist halt der Umgang mit Religion immer ganz schwierig. Ich habe da in dem Stück beim Lesen ich ganz stark einmal das Gefühl gehabt, also, da versucht ein Kaiser die neu aufkommende Religion zu vertreiben. Man hat manchmal so ein bisschen so das Gefühl, irgendwie so, wenn ich bei mancher Veranstaltung laufe und mitkriege, weil die Leute Angst haben vor dem Untergang des Abendlandes. Kaiser Julian hat auch die Angst vor dem Untergang seines Imperiums durch diese Aufmerksamkeit. Kommen die neue Religion und ich finde die Auseinandersetzung mit Religion gerade in unserer Zeit sehr spannend. Liebe, Eifersucht, Hass und Wahnsinn. Mit all dem hat sich Spielleiter Christian Stückel bereits bei Giuseppe Verdis Oper Nabucco in diesem Jahr befasst. 2016 findet in Oberammergau wegen des großen Erfolgs die Wiederaufnahme statt. Ein weiteres Highlight in Oberammergau wird das vor 3 Jahren ins Leben gerufene Heimat Sound Festival mit 10 Bands aus dem deutschsprachigen Raum sein. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, sind aber gleich zurück. Bleiben Sie dran. Täglich um 7.07 Uhr verdoppelt RTL Morgenmann Daniel Lutz ihr Gehalt. Ja, und heute um 7.07 Uhr suchen wir eine junge Dame aus Augsburg. Okay. Sie heißt Anja und ist Bäckerin. Ruf jetzt bitte schnell hier im Studio an und ich verdopple dir dein Gehalt auf 2.800 Euro netto. So, und jetzt müssen wir Anja in der Leitung haben. Wie? Auf dem Weg hierher? Da ist sie ja! Hey! Anmelden auf rt1.de und Radio an. Immer um 7.07 Uhr. Das Bahnland Bayern hat viele Gesichter und viel zu bieten. An den 1060 Stationen im Bahnland Bayern hält jede Sekunde ein Nahverkehrszug und bringt täglich 1,3 Millionen Fahrgäste schnell, günstig und umweltfreundlich ans Ziel. Stell dir eine exklusive Zahnklinik vor, wo jeder Patient wie ein Privatpatient behandelt wird, im 4-Sterne-Hotel untergebracht wird, aber trotzdem Geld spart. Eine Hightech-Klinik mit Skyview CT, wo alle Ärzte Deutsch sprechen. Keine Wartezeiten, Behandlung mit Narkose und dann der erste Abend mit meinen neuen Zähnen. Ich war glücklich. Wo es so etwas gibt? In Budapest. Dentagünstig.de. Deutsche Qualität
ungarische Preise. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Nicht immer kann Schwangerschaft als Geschenk empfunden werden. Donum Vitae berät und hilft Frauen und Männern in allen Fragen der Schwangerschaft und bis zum 3. Lebensjahr des Kindes an 65 Orten in ganz Bayern. Unterstützen Sie Donum Vitae, denn jedes Leben ist ein Geschenk. Mehr Informationen und Filme finden Sie unter www.dubisteingeschenk.de. Missbrauchsfälle bei den Domspatzen. Wie viel wusste Papst Bruder Georg Ratzinger? Roter Parteirebell. Warum kandidierte ein 71-Jähriger gegen den SPD-Landesvorsitzenden? Und Need No Speed, wie die Oberpfalz gegen Drogen kämpfen will. TV Bayern Live, willkommen zurück. Ich muss davon ausgehen, dass Georg Ratzinger von den Missbrauchsfällen bei den Domspatzen gewusst hat. Ein Satz, der die Pfeiler des Regensburger Doms ins Wanken bringt. Ulrich Weber, der Missbrauchsbeauftragte des Bistums Regensburg, hat jetzt auf einer Pressekonferenz bestätigt, was sich viele gedacht haben. Zudem wurde bekannt, dass die Zahl der Missbrauchsfälle deutlich höher ist als bisher bekannt. 30 Jahre lang war Georg Ratzinger der Leiter der Regensburger Domspatzen. In dieser Zeit sind viele Schüler misshandelt oder sexuell missbraucht worden. Gestern wurde bekannt, dass er davon gewusst haben muss. Georg Ratzinger war meines Wissens auch 1987 Mitglied des Stiftungsvorstands und kann sich diesen Tatsachen nicht verschlossen haben. Am Freitagmorgen zog Rechtsanwalt Ulrich Weber eine Zwischenbilanz. Seit 8 Monaten ist er damit beauftragt, den Missbrauchsskandal bei den Regensburger Domspatzen aufzuklären. Das bisherige Fazit? Es gibt mehr Missbrauchsfälle als bisher bekannt. 231. So viele Domspatzen sollen Opfer von Gewalt geworden sein. Ein Großteil ist in den Vorschulen Ettertshausen und Pielenhofen vorgefallen. Nur wenige Fälle sind in der Einrichtung in Regensburg bekannt. Ursprünglich ging das Bistum von nur 72 Opfern aus. Die sexuellen Übergriffe reichen von Streicheln bis Vergewaltigung, so Ulrich Weber. Wenn mir ein Opfer schildert, dass er mit dem Rohrstock auf den nackten Hintern geschlagen wurde, und im Anschluss streichelt ihn der Beschuldigte mit den Worten, so schlimm wird es nicht gewesen sein, über denselben Hintern, dann möchte ich bei diesem Vorfall auch eine sexuelle Handlung von vornherein nicht ausschließen. Einer, der den Missbrauch bei den Regensburger Domspatzen erlebt hat, ist Michael Sieber. Im Interview erzählt er uns, dass ihn die Nachricht, dass Georg Ratzinger von den Vorfällen gewusst haben muss, nicht überrascht. Wir nennen den Namen Georg Ratzinger seit 2010 auf unserer Internet-Homepage. Denn bei uns war bekannt, dass Georg Ratzinger sowohl in einzelnen Fällen über sexuellen Missbrauch von Eltern informiert war. Und zwar bekannt, dass Georg Ratzinger von Schülern regelmäßig informiert worden ist, wenn die dann in Regensburg waren, über das, was sie in Ettertshausen erlebt haben. Die Dunkelziffer der Betroffenen schätzt Weber auf rund 700 Domspatzen. Das wäre jeder dritte Schüler gewesen. Als Konsequenz der neu gewonnenen Erkenntnisse wird sich in den kommenden Wochen ein Kuratorium gründen. Kaum eine Nachricht schockte direkt zu Jahresbeginn die Region Oberfranken so sehr wie der Tod der 11-jährigen Janina aus Burgebrach. Sie fiel in der Silvesternacht einer Schussverletzung im Kopf zum Opfer. Ob Mord, Totschlag oder Versehen, noch immer tappen die Ermittler anscheinend im Dunkeln. Hier die Einzelheiten.
Hier wurde Janina beigesetzt. Der Friedhof in Burg Ebrach, dem Heimatort der Elfjährigen, ist der Ort der letzten Ruhe für das junge Mädchen, das auf so tragische Weise ums Leben kam. Und das nicht weit weg von zu Hause. Im unterfränkischen Unterschleichach, nur gut 20 Kilometer entfernt, verlor Janina ihr noch junges Leben. Sie wurde in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar am Käpperla von einem kleinkalibrigen Projektil getroffen. Er lag wenig später der tödlichen Schussverletzung. Gut eine Woche ist es jetzt her, dass etwa 100 Meter links unterhalb von mir in der Silvesternacht die 11-jährige Janina von einer Kugel getroffen wurde und später ihren Verletzungen erlag. Wenn man über die Ortschaft Unterschleichach guckt, so idyllisch wie sie ist es einfach nicht vorstellbar, wie in einer Ortschaft wie dieser ein solches Ereignis, eine solche Tat geschehen kann. Unterschleichach ist bestimmt von zwei Dingen. Zum einen von tiefer Trauer über die Tat und den Tod von Janina und zum anderen von der Frage, wer war der Täter? Die Ermittlungsbehörden, also die Polizei sowie die zuständige Staatsanwaltschaft Bamberg, versuchen die Tat zu klären und den Täter zu ermitteln. Eine 50-köpfige Soko arbeitet seit dem Neujahrstag unter Hochdruck, befragt Zeugen, wertet zugesendete Fotos und Videos aus und sucht weiterhin am Tatort und in Tatortnähe nach Spuren. Doch auch gut eine Woche nach den schrecklichen Ereignissen gibt es keine heiße Spur. Die SPD verstoße gegen ihre eigenen Grundsätze. Das behauptet Walter Adam. Der 71-Jährige hatte die Unzufriedenheit mit seiner Partei bereits in einem Internetvideo ausgedrückt. Dann kandidierte er im letzten Jahr für den Posten des SPD-Landesvorsitzenden. Und sein Widerstand ist auch jetzt noch ungebrochen. Ich bin ein bayerischer Sozialdemokrat. Walter Adam ist Volksmusiker. Doch berühmt gemacht hat ihn dieses YouTube-Video. Darin erklärt er, warum er mit seiner Partei so unzufrieden ist. Die SPD habe ihre eigenen Grundsätze immer wieder verraten, meint der pensionierte Lehrer. Aber wird seine Initiative der SPD nicht schaden? Ich möchte auch die Partei nicht spalten, ich möchte sie erneuern. Ich möchte sie wieder zurückführen auf ihre Grundwerte, die das sind Freiheitssicherung, Friedenssicherung und soziale Gerechtigkeit. Und diese Partei hat mehrmals gegen diese drei Grundwerte verstoßen. Und ich möchte gerne haben, dass sie sich wieder besinnt und auf das zurückkommt, wo sie eigentlich groß geworden wird. Und vor allen Dingen, dass sie wieder für die ist, für die sie eigentlich zuständig sind, nämlich für die, die sie brauchen. Im Sommer war Walter Adam gegen den amtierenden Landesvorsitzenden angetreten und hatte mehr als ein Drittel der Stimmen bekommen. Zeit für die Mutigen, so heißt seine Basisinitiative. Das Internetvideo hat ein befreundeter Filmemacher mit Walter Adam produziert. Auch Genossen im Landkreis Pfaffenhofen sind darin zu sehen, denn auch hier gärt die Unzufriedenheit mit der eigenen Partei. Aber jetzt ist die. Ich kann Walter Adam im Grundsatz folgen. Ich bin auch in die Partei eingetreten, weil ich für eine bessere Gesellschaft mit Hand anlegen wollte. Und wenn man heute sieht, welche Kompromisse die Partei auf Bundesebene vor allem eingeht und mit welchen Koalitionsgedankenspielen man hier in Bayern schwanger geht, dann kann ich ihm im Großteil nur beipflichten. Der SPD-Ortsverein Wolnzach hatte den Kreisverband ausdrücklich dazu aufgefordert, Walter Adam einzuladen. Beim traditionellen Dreikönigstreffen formulierte der 71-Jährige seinen Unmut deutlich. Sein persönliches Maß war voll, als die SPD-Koalitionsüberlegungen mit der CSU im Landtag öffentlich gemacht hat. Doch auch das geplante Freihandelsabkommen zwischen USA und Europa macht ihm Bauchweh. Also so was ich merke, ist 8% gegen TTIP. Alles ganz klar. Und das muss der Parteivorsitzende Gabriel zur Kenntnis nehmen. Wenn er dies macht, trotz der Mehrheit in der Basis TTIP zu akzeptieren, dann hat er sein Problem. Die Basisbewegung will dann alle SPD-Bundestagsabgeordneten zur Rechenschaft ziehen. Schließlich steht 2017 bereits die nächste Wahl an. Doch mancher Genosse ist so frustriert, dass er gar nicht mehr in den Wahlkampf ziehen will. Auf der anderen Seite gibt es bundespolitisch eine Alternativlosigkeit, die mir nicht gefällt und die auch dazu führt, dass ich Stand heute sagen muss, es müssen noch einige programmatische Dinge verändert werden. Ich sage jetzt einfach mal Energiepolitik, Vorratsdatenspeicherung, TTIP, das sind Dinge, die wir auch heute schon andiskutiert haben, die sich für mich ändern müssen. Sonst kann ich schlicht und ergreifend so keinen Bundestagswahlkampf organisieren. So manch altgedienter Parteisoldat hält nichts von der neuen Basisbewegung. Schließlich ist auch die Partei Die Linke aus Unzufriedenheit mit der SPD entstanden. Ähnlich wie lang davor die Grünen. Seit dem 8. Oktober 2012 gibt es in der nördlichen Oberpfalz die Drogenpräventionsinitiative Need No Speed. Sie leistet in der Region eine wertvolle Arbeit angesichts der Drogen wie Crystal Speed, die aus dem Osten eingeführt werden.
Die Vertreter von Need No Speed nehmen jetzt am bundesweiten Wettbewerb Innovative Suchtprävention vor Ort teil. Unterzeichnung der Bewerbungsunterlagen für den bundesweiten Wettbewerb Innovative Suchtprävention vor Ort gestern Mittag. Die Vertreter der Landkreise Wolfgang Lippert und Albert Nickel sowie Jens Meyer von der Stadt Weiden zeigten damit, dass sie hinter der Initiative und deren Bewerbung stehen. Grundsätzlich unterstützen wir natürlich die Aktion Need No Speed, weil es eine ganz wichtige Aktion ist, um jungen Menschen zu helfen. Zum einen, um Nein zu sagen, nicht der Droge zu verfallen, und denen, die wirklich schon drogensüchtig sind, damit denen hilft, dass wir in ein normales Leben zurückfinden. Und das liegt uns ganz am Herzen. Need No Speed gibt es seit Herbst 2012. In der nördlichen Oberpfalz eine sehr wichtige Initiative. Immerhin gibt es laut Statistik hier rund 500 Drogenabhängige. Im Vorfeld bei Jugendlichen präventiv tätig werden sei sehr wichtig. Die Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Wettbewerb seien gegeben. Nicht nur durch die Präsenz von Need No Speed im Internet in den Sprachen Deutsch und Tschechisch. Der Wettbewerb hat verschiedene Kriterien, die da gefordert sind, unter anderem zum Beispiel eine innovative Suchtprävention, neue Zugangswege für die Suchtprävention. Und diese Themen, diese Kriterien, die erfüllen wir. Ziel des Wettbewerbs ist es unter anderem, die Arbeit derartiger Initiativen bundesweit bekannt zu machen und eventuell Nachahmer zu finden. Die Idee, die Initiative für den Wettbewerb vorzuschlagen, kam vom CSU-Bundestagsabgeordneten Rainer Meyer. Er sitzt im Gesundheitsausschuss, in dem über Bundesmittel zur Drogenprävention beraten wird. Die derzeitige Bundesregierung und der Bundesgesundheitsminister Grühe hat im Gesundheitsausschuss dargelegt, dass Prävention eine wesentliche Aufgabe dieser Legislatur sein wird. Und wir haben über 500 Millionen bereitgestellt für Präventionsmaßnahmen allgemeiner Art. Und dabei werden wir auch verstärkt in die Suchtprävention einsteigen, weil das ein wesentliches Problem darstellt. Was die Präventionsarbeit anbelangt, geht Need No Speed neue Wege und bezieht nicht nur die Drogenkonsumenten mit ein. Zum einen sind neue Zielgruppen mit angesprochen, und wir haben ja als Zielgruppe nicht nur die Betroffenen selber, die Konsumenten, sondern auch die Eltern. Wir haben letztes Jahr Familienwochenende durchgeführt, um eben diesen Eltern Hilfestellung zu geben. Eine zweite Zielgruppe waren bei uns im Vergangenen auch die russische Gemeinde in Weiden. Auch da waren Anfragen da, über dieses Thema zu sprechen. Und auch diese kulturelle Kompetenz, die wird von uns mit abgedeckt. Abgabeschluss des Wettbewerbsformulars ist der 15. Januar. Die Verantwortlichen rechnen sich dabei gute Chancen aus, einen der begehrten Geldpreise zu gewinnen. Nicht in München, sondern vor den Toren der Stadt in Pfaffenhofen an der Ilm hatten die Nazis bei den Wahlen 1933 mit fast 100% die meisten Anhänger der NSDAP. 70 Jahre nach dem Krieg verarbeitet die Kreisstadt ihre Vergangenheit mit einer Intensität, die seinesgleichen sucht. Während im vergangenen Jahr ein Denkmal für die Opfer und Täter des Nationalsozialismus eingeweiht wurde, ist in diesem Jahr eine szenische Aufführung des Denkmals Wirklichkeit geworden. Mein eigener Sohn hat mich nicht mehr erkannt. Sein eigener Sohn habe ihn nach den Misshandlungen der Nazis im KZ nicht mehr erkannt, beklagt Michael Amesberger, der die Rolle des Judendoktor Hamburger spielt. Wilhelm Meinstein, auf Schultern getragen, einst gefeierter Fußballer der Stadt und Hopfenhändler, wandert schließlich aus. Unser Meinstein ist ein Jud, ein ganz gemeiner Jud. Autor Reinhard Heiblick war es ein Dorn im Auge, dass er in den ersten beiden Auflagen nicht mehr jüdische Schicksale im Pfaffenhofen aufspüren konnte. Mit neuen Medien und Datenbanken verfolgt er jetzt 4 weitere jüdische Familien. Unter anderem das Schicksal der Familie Hess. Man hat die Familie Hess, die ein ganz gut florierendes Geschäft gehabt haben, mitten in der Stadt, in der Ingolstädter Straße, gegenüber vom Siegelbräu, das sehr gut ging. Die haben dann Pfaffenhofen Richtung München verlassen und kamen dann in die Maschinerie der Vernichtung und kamen bei den Theresienstadt um. Bereits 1912 war die Judenhetze im Pfaffenhofen offensichtlich unerträglich. Familie Hess zieht nach München und eröffnet in der Pettenkofer Straße einen Großhandel für Wollwaren. Doch auch da antisemitische Anfeindungen. 1920 bittet Hess um Polizeischutz. Wenn ihr nicht sofort auszieht, kämen 100 Leute und würden sein ganzes Glück auf die Straße werfen. Die Drohungen waren von antisemitischen Hetzparolen begleitet. In einem Schreiben an die Polizeidirektion erklärt der Rechtsanwalt von Jonas Hess, es sei nur einem Zufall und dem ruhigen Verhalten von Hess zu verdanken, dass keine Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen vorgekommen seien.
Der Anwalt beklagt sich bitter darüber, dass der Bitte um Polizeischutz nicht stattgegeben wurde. Ja, dass nicht einmal ein Schutzmann in der Nähe postiert worden sei, um, wie er sich ausdrückt, gegen derartigen Terrorismus, der einen Münchner Geschäftsmann zwingt, nicht das Urteil des Gesetzes abzuwarten, sondern sich dem Zwang seiner Gegenpartei zu fügen aufzuziehen. Hess wird gekündigt. Er muss sein Geschäft in die Herzog-Wilhelm-Straße verlegen. Die Lebensbedingungen werden zunehmend schwieriger. Die Wohnorte wechseln. Jonas und Ida Hess werden getrennt, treffen sich in einer Einrichtung der israelitischen Kultusgemeinde in der Wagnerstraße wieder. Am 8. Juni 1942 werden sie mit 48 weiteren Leidensgenossen nach Theresienstadt deportiert. Als Pfaffenhofen 1995 anfing, ihre braune Vergangenheit anzugehen, war der damalige Bürgermeister Impulsgeber. Es war anfangs eine große Skepsis vorhanden, und zwar haben ja sehr viele Angehörige direkt gelebt. Ich bin selber Jahrgang 49, also mein Vater war auch in dieser Zeit verstrickt. Kollegen, Kameraden, Freunde von mir haben gesagt, spinnst du jetzt ganz, lass doch diese Sachen auf sich beruhen. Bereits als Tafel im Denkmal integriert ist das Schicksal der jüdischen Familie Schloss. Nach der Errichtung des Denkmals und der Theaterinszenierung auf Grundlage des Buches Pfaffenhofen unterm Hakenkreuz soll nun auch ein Dokumentarfilm folgen. Täglich um 7.07 Uhr verdoppelt RTL-Morgenmann Daniel Lutz ihr Gehalt. Ja, und heute um 7.07 Uhr suchen wir eine junge Dame aus Augsburg. Okay. Sie heißt Anja und ist Bäckerin. Ruf jetzt bitte schnell hier im Studio an und ich verdopple dir dein Gehalt auf 2.800 Euro netto. So, und jetzt müssen wir Anja in der Leitung haben. Wie? Auf dem Weg hierher? Da ist sie ja! Hey! Anmelden auf rt1.de und Radio an. Immer um 7.07 Uhr. Das Bahnland Bayern hat viele Gesichter und viel zu bieten. An den 1060 Stationen im Bahnland Bayern hält jede Sekunde ein Nahverkehrszug und bringt täglich 1,3 Millionen Fahrgäste schnell, günstig und umweltfreundlich ans Ziel. Stell dir eine exklusive Zahnklinik vor, wo jeder Patient wie ein Privatpatient behandelt wird, im Vier-Sterne-Hotel untergebracht wird, aber trotzdem Geld spart. Eine Hightech-Klinik mit Skyview-CT, wo alle Ärzte Deutsch sprechen. Keine Wartezeiten, Behandlung mit Narkose und dann der erste Abend mit meinen neuen Zähnen. Ich war glücklich. Wo es so etwas gibt? In Budapest. Dentagünstig.de. Deutsche Qualität, ungarische Preise. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Jeden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL. TV Bayern Live, willkommen zurück. TISA, das sogenannte Trade in Services Agreement, ist ein Abkommen, das seit 2013 von Dutzenden von Ländern verhandelt wird. Es soll dem Freihandelsabkommen in die Karten spielen und Dienstleistungen weltweit liberalisieren. Doch was die einen freut, ist für viele Skeptiker ein Dorn im Auge.
Ein Englischkurs an der Volkshochschule Augsburg. Eines der vielen Angebote aus dem Bereich der Erwachsenenbildung. Für den Direktor der VHS ist TISA ein Albtraum. Denn sollte der Bildungsbereich weltweit liberalisiert werden, könnten die VHS-Subventionen in Gefahr sein. Öffentliche Zuschüsse und Drittmittel, ohne die die Volkshochschule nicht überleben würde, könnten wegfallen. Oder aber müssten genauso auch an die Konkurrenz aus dem Ausland gehen, ohne zu wissen, was sie aus dem Bildungsauftrag machen. Das könnte das Ende der VHS sein. Ein unhaltbarer Zustand, findet der Direktor. Das wäre ein massiver Einschnitt in das Bildungssystem, nicht nur wegen des Zugangs zur Bildung, sondern auch wegen den Themen, die dann erreichbar sind. Also die Bildung wäre wahrscheinlich dann ein Marktprodukt, was schnell Geld verspricht, wird gemacht, was kein Geld verspricht, wird nicht gemacht. Das wäre meiner Meinung nach das Ende der politischen Bildung. Das kann niemand wollen. Ängste und Zweifel, wenn es um TISA geht. Doch warum? Und was ist TISA eigentlich genau? Das Abkommen wird zurzeit zwischen den USA, der EU und 21 weiteren Ländern in Genf hinter verschlossenen Türen verhandelt. Diese Staaten exportieren weltweit 2/3 aller Dienstleistungen. Extrem hohes Wirtschaftspotenzial, ein Milliardengeschäft. Mit TISA sollen nun Märkte geöffnet, Regelungen und Bestimmungen in vielen Bereichen vereinfacht oder abgeschafft werden. Konkret heißt das, weltweit könnte jedes Unternehmen seine Dienstleistungen in allen teilnehmenden Ländern anbieten. Die Folgen kaum absehbar. Kritiker wie Bruno Marcon befürchten, dass auch die öffentliche Daseinsvorsorge davon betroffen sein könnte. Zum Beispiel die Wasserversorgung. TISA für ihn eine riesige Gefahr. Die öffentliche Daseinsvorsorge ist das, was das Leben der Menschen garantiert. Wasser, Energie in ihrem unmittelbaren Lebensbereich, das muss frei sein von Kapitalverwertung, von Profitinteressen. Die Erfahrungen weltweit zeigen, dort wo Wasser den Profitinteressen untergeordnet wird, steigen die Wasserpreise und die Defizite in der Qualität der Wasserversorgung werden immer größer. Das sieht der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber ganz anders. Er ist überzeugt, dass TISA große Chancen für die heimische Wirtschaft bietet. Für ihn steht auch fest, die öffentliche Daseinsvorsorge ist bei TISA kein Thema. Um es mal ganz deutlich zu sagen, im TISA geht es nicht darum, Dienstleistungen der Daseinsvorsorge zu öffnen. Es ist ausdrücklich ausgenommen. Es steht also im Mandat explizit drin, darüber wird nicht verhandelt. Und deswegen ist jeder, der behauptet, das würde so stattfinden, auf dem falschen Weg. Die Entscheidung darüber, wie die Trinkwasserversorgung zum Beispiel hier in Augsburg ist, trifft der Stadtrat in Augsburg und niemand anderer. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Auch die Industrie- und Handelskammer für Schwaben sieht TISA als Chance. Axel Sehr ist Experte für den internationalen Handel. Er geht davon aus, dass TISA zum Jobmotor der Region wird. Das Potenzial dafür sei auf jeden Fall vorhanden. Wir haben letztes Jahr hier für unsere Region ein Schwabengutachten erstellen lassen und da war einer der Punkte ganz eindeutig, dass Dienstleistungsexport, die Internationalisierung unserer hier ansässigen Dienstleister noch in den Kinderschuhen steckt. Da ist noch sehr viel Potenzial drin, aber es ist ein Zukunftsmodell. Also der weltweit expandiert das Thema Dienstleistungsanbietung, Dienstleistungsexport in ganz hohen Zuwachsraten, sodass wir in einigen Jahren erleben werden, dass wir auch in Deutschland einer der größten Dienstleistungsexporteure werden. Die gesamten TISA-Verhandlungen seit Anfang 2013, Geheimsache und komplett unter Verschluss. Nur über Enthüllungsplattformen wie WikiLeaks kommen die Inhalte der Verhandlungen an die Öffentlichkeit. Genau diese Geheimhaltung kritisiert die Landtagsabgeordnete Christine Kamm. Es ist nach wie vor nicht klar, welche Leistungen überhaupt in das TISA-Paket reinfallen. Fallen die Gesundheitsleistungen rein? Wie ist es? Fallen die öffentlichen Dienstleistungen der Kommunen rein? Und welche gelten als kommunale Dienstleistungen? Diese Abgrenzung, nicht einmal die, konnte klar geklärt werden. Doch trotz aller Kritik, Befürworter bleiben dabei, dass TISA eine große Chance sein kann. Grundsätzlich haben wir Deutschen immer davon profitiert, wenn Märkte geöffnet wurden. Wir sind eigentlich ein Land, das vom Freihandel lebt. Und darum glaube ich nicht, dass es für Deutschland von Nachteil sein wird. Als exportstarke Region werden wir eher die Vorteile daraus haben. Chance oder Risiko? Die Meinungen zu TISA gehen weit auseinander. Bei der Volkshochschule Augsburg jedenfalls hoffen alle, dass TISA außen vor bleibt und dass das Angebot auch in Zukunft so vielfältig und bezahlbar bleibt wie jetzt. Bildung, das ist sein Metier.
Der Landtagsabgeordnete Michael Piazzolo ist Professor und hat sich mit der Abschaffung der Studiengebühren einen Namen gemacht. In der Schule ist die Rückkehr zum G9 ebenfalls eine lange Forderung der Freien. Der Generalsekretär der Freien Wähler in Bayern ist jetzt im Gespräch mit meinem Kollege Uwe Brückner. Bayern im Blick, heute mit Professor Dr. Michael Piazzolo. Ich grüße Sie. Wir reden über Wissenschaft, über Forschung. Kein Wunder, er ist seit 2008 im Bayerischen Landtag, unter anderem Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst. Das muss man erstmal zusammenbringen, Wissenschaft und Kunst, das ist eine bayerische Spezialität. Reden wollen wir aber zunächst noch mal einen Satz über die Zukunft des G9. Sie kämpfen ja für das G9. Wo stehen wir denn da? Sie haben ja in Bayern übrigens die Studiengebühren abgeschafft, um das auch noch mal kurz abzuhaken. G8, G9, was ist das Fazit im Moment? Wir haben ja, wie bekannt ist, ein Volksbegehren gestartet. Ich durfte es inszenieren. Wahlfreiheit G8, G9, das wurde damals von der Staatsregierung heftig bekämpft. Und kaum war es dann durch, leider mit zu wenig Unterschriften, hat die Staatsregierung in etwa das gemacht, was wir gefordert haben, nämlich in der Mittelstufe jetzt eine Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 als Testphase für 2 Jahre. Diese Phase wird gut angenommen und ich gehe davon aus und hoffe es und kämpfe dafür, dass wir möglichst schnell diese Wahlfreiheit bekommen. Und dann steht vielleicht Staatsregierung drauf, aber dann sind Freie Wähler drin. Man hört, dass 70% der Eltern sich für die längere Variante entscheiden, also im Grunde Abstimmung mit den Füßen. Ja. Das haben wir immer gesagt, auch während des Volksbegehrens. Wir wussten das, insbesondere auch im ländlichen Raum, dass viele, viele Eltern sagen, ich möchte mehr Zeit für mein Kind haben, mehr Zeit, dass es zum Lernen hat, auch zum Leben. Und genau das wird jetzt sehr gut angenommen. Und das ist unsere Idee, die wir vorangebracht haben. Und da freuen wir uns, dass wir die Staatsregierung in diese Richtung drängen konnten. Sie waren gerade in Brüssel mit dem Ausschuss. Da ging es um Wissenschaft in Europa. Und ich möchte Sie jetzt mal Wissenschaft in Bayern fragen. Viele Experten haben den Eindruck, dass es da sehr schwierig bestellt ist. Wissenschaft, nehmen wir mal den Medizinbereich zum Beispiel. Geforscht würde nur noch das, was Geld bekommt, massiv von der Industrie, von der Pharmaindustrie. Nicht die Krankheiten, die im Volk verbreitet sind, sondern die Krankheiten, die das meiste Geld einbringen, seien im Fokus. Wie käuflich ist denn die Wissenschaft? Nein, die Wissenschaft ist erstmal nicht käuflich. Das müssen Sie andere, sagen, Professor. Das ist auch das eine oder andere schlechte Beispiel gibt es vielleicht immer. Das Problem ist sicherlich, wenn wir nach Bayern schauen, dass wir dass 2 Ministerien zusammengelegt worden sind. Ich persönlich war da immer dagegen, den großen Bildungsbereich und den großen Wissenschaftsbereich in ein Ministerium zu tun. Gerade vor den Herausforderungen, vor denen die Schule, die Bildung steht, ist da ein bisschen die Gefahr, dass die Wissenschaft etwas in den Hintergrund gerät. Das ist schlecht so, denn der Wissenschaftsstandort Bayern ist ein starker, aber wir haben natürlich auch starke Konkurrenz aus anderen Ländern in der Europäischen Union, Großbritannien, aber auch die Schweiz, aber auch weltweit. Die Asiaten werden immer stärker, die USA so oder so. Und da muss sich ein bayerischer Hochschulraum noch stärker, noch besser aufstellen. Dazu braucht es Geld, dazu braucht es Initiativen. Und da darf man nicht Fehler machen, wie man sie gemacht hat. Man hat das bekannte deutsche Diplom abgeschafft. Es gibt es nicht mehr. Da ist auch Bayerns Wissenschaftsminister mit dran schuld. Deshalb haben wir als Freie Wähler gefordert, wir wollen dieses Diplom revitalisieren, um auch hier eine Marke zu setzen, eine Marke, die international wirkt. Gehen wir mal eine Stufe höher zum Personal für Forschung und Lehre. Scheint es, bleibt wenig Zeit. Viel zu lange bleiben Institutsleiter, Fakultätsleiter, Professoren auf diesen Positionen. Kein Wechsel. Wie kann man denn eine gute Lehre überprüfen? Wie kann man evaluieren? Es kann doch nicht sein, dass man da die Veröffentlichungen auszählt, Strichlisten macht. Ja, man muss natürlich unterscheiden zwischen der Forschung und der Lehre. In der Lehre wird evaluiert, aber ich glaube, dass es da auch noch Verbesserungen gibt, dass man enger mit den Studierenden auch in Kontakt sein muss, um mitzubekommen, was ist denn
gute Lehre. Was wollen die Studierenden? Mein Ansatz ist auch viel individualistischer, auf den einzelnen Studierenden noch einzugehen. Dafür braucht es aber mehr Geld für mehr Personal. Und der zweite Bereich ist die Forschung. Da muss man aus meiner Sicht die Universitäten besser grundfinanzieren. Und zum Zweiten muss man noch besser werden beim Einwerben von Geldern. Wir waren gerade in Brüssel und da gibt es natürlich Geld von der Europäischen Union, gibt es auch Unterstützung. Aber ich habe zum Beispiel persönlich mal einen Studiengang entwickelt, wie man in Europa besten Forschungsgelder einwerben kann. Der wurde leider damals vom Ministerium abgelehnt. Das wäre spannend gewesen, weil wir brauchen Leute, die wissen, wie kann man Forschungsgeldern im Bund, im Land, in Europa, aber auch in der Privatwirtschaft bekommen. Da geht es schon auch in der Zukunft ums Geld. Also es geht ja nicht um die Studiengebühren. Sie waren es ja, die Studiengebühren die Gebühren abgeschafft hat. Ja. Und jetzt sagen Sie, wir brauchen mehr Geld. Aber da geht es grundsätzlich um eine andere Basisfinanzierung. Ja, also wir haben damals auch dafür gekämpft und die Staatsregierung ist uns dann gefolgt, nicht nur die Studiengebühren abzuschaffen. Da habe ich mich 2-3 Jahre intensiv damit beschäftigt, sondern auch die Gelder zu kompensieren. Die Hochschulen brauchen mehr Unterstützung und nicht weniger. Und dazu gibt es eben auch Gelder, die außerhalb des Freistaats Bayerns fließen, aus der Wirtschaft, vom Bund, aber auch von Europa. Da gibt es viele Kooperationen mit anderen Ländern. Und ich glaube, da muss man auch zum einen die Wissenschaftler sensibilisieren, aber auch Möglichkeiten schaffen, dass man an dieses Geld herankommt. Der Konkurrenzkampf ist groß. Und Bayern spielt zwar eine gute Rolle, aber da ist noch einiges zu tun. Mir sagte ein Top-Wissenschaftler im Medizinbereich in den USA seit über 10 Jahren, Deutschland ist ein Closed Shop. Die sitzen auf ihren Stühlen, die sind verfilzt mit der Industrie, bewegt sich nichts, die Wissenschaft bleibt auf der Strecke, man hält an den alten Statuten fest. Und ein Rückkehrer aus dem Ausland, auch wenn er fast schon Nobelpreise hat, hat keine Chance mehr reinzukommen. Schotten wir uns von der internationalen Forschung dermaßen ab? Nein, man muss beweglicher werden, auch was die Karrieren anbetrifft. Ich war nie ein Fan von Karrieren, die an einer Universität anfangen und an der gleichen Universität enden. Dass man im Grunde genommen dort studiert, dort seinen Master macht, seine Promotion, seine Habilitation und nachher vielleicht dort als Professor wieder zurückkehrt. Hier brauchen wir mehr internationale Flexibilität, größere, aber auch Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Ich war vor einem Jahr auch in den USA, habe mir das angeschaut, wie das dort läuft. Da ist auf dem Campus, werden wirtschaftliche Unternehmen angesiedelt, wo junge Wissenschaftler arbeiten können, wo ein intensiver Austausch stattfindet zwischen jungen Wirtschaftsunternehmen, auch erfahrenen und der Forschung. Das braucht man auch in Bayern, das gibt es. Da gibt es gute Beispiele, auch von der TU München. Aber das kann man noch intensivieren. Die Musik spielt in einer globalisierten Welt, auch in einem internationalen Markt. Und da muss Bayern sich positiv aufstellen. Und da sind wir noch ein Stück davon entfernt. Ich bedanke mich fürs Dasein. Wir sprachen mit Professor Dr. Piazzolo über die Wissenschaft, über den Zustand oder den Stand der Wissenschaft in Bayern. Und das war der Blick nach Bayern. Das Weiß-Blau im Herzen, Lebensgefühl der Molkerei Weinstephan. In Garmisch-Partenkirchen schwappte es am Dreikönigstag sichtlich auf die Besucher über. Ausgehend vom gut besuchten Stand der Traditionsmolkerei. Denn die bayerischen Hornschlittenmeisterschaften bildeten einen gelungenen Auftakt der ersten Weiß-Blau im Herzen Wintertour von Weinstephan. Die Nähe zu den Menschen in Bayern ist der Molkerei Weinstephan eine Herzensangelegenheit. Deshalb ist die Weiß-Blau im Herzen-Tour seit April im ganzen Freistaat unterwegs. Wir freuen uns, heute hier bei den Bayerischen Hornschlittenmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen zu sein. Nicht nur mit unserer weiß-blauen Erlebniswelt, sondern sogar mit einem eigenen Rennteam, das für uns an den Start geht. 2 der 4 Hornschlittenfahrer im Weinstephan-Team hatten ihre Teilnahme im Vorfeld gewonnen, samt einem Gutschein im Wert von 500 €.
Kein Wunder also, dass die Motivation da schon im Vorfeld hoch war. Schließlich ging es ja auch um ein rasantes und besonders traditionsreiches Rennen. Ein Stammtisch war das vor 47 Jahren. Da hat man das erste Rennen rausgestampft. Ich glaube, das waren 7 oder 8 Schlitten am Start. Und die sind in der Nacht bei Fackelschein runtergefahren, haben mir die Armbanduhren haben sie gestoppt. Und es, glaube ich, hat keiner gemeint, dass aus diesem Bierlaune raus so ein Event wird. Und während sich dann auch das weiß-blaue Weinstefan-Team für die große Premierenfahrt bereit machte, wurde im Zieleinlauf weiter gespielt, geschätzt und verkostet. Denn neben vielfältigen Milch- und Joghurtprodukten zum Probieren gab es am Stand der Molkerei auch 2 Gewinnspiele. Eine Schätzfrage über die Anzahl von Milchdeckeln sowie die Weinstefan-Fotobox. Wer sich hier verewigt, kann zum Ende der Wintertour einen Helikopterflug samt weiß-blauem Picknick gewinnen. Warum seid ihr denn weiß-blau im Herzen? Weil wir da daheim sind! Und getragen vom weiß-blauen Lebensgefühl war dann auch schon der sehnlich erwartete Rennschlitten auf der Piste und schanzte gut gelaunt ins Ziel. Hat euch gepasst? Nein, ganz gut. Für das, dass wir schon 2 Jahre nicht mehr gefahren sind, ganz gut. Und auch wenn es am Ende nicht ganz bis aufs Treppchen bzw. das Schlittenpodest reichte, die erste Teilnahme des Weinstefan-Teams beim Hornschlittenrennen war aus Spaß- und Unterhaltungssicht ein voller Erfolg. Und zur Belohnung gab es für die Renncrew der Traditionsmolkerei dann statt Milch auch noch einen Schluck Gerstensaft. Unterstützen Sie Donum Vitae, denn jedes Leben ist ein Geschenk. Mehr Informationen und Filme finden Sie unter www.dubisteingeschenk.de. TV Bayern Live, herzlich willkommen zurück. Derzeit starten die Fußball-Bundesligisten in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Die meisten fliegen in den sonnigen Süden oder nach Asien. Aber auch hierzulande wird derzeit unter dem Hallendach spektakulärer Fußball geboten, vor allem im Nachwuchsbereich. Und da haben wir uns ein besonderes Turnier herausgepickt, das wohl in ganz Deutschland einzigartig ist. Auf diesem Rasen haben vor über 10 Jahren schon die späteren Weltmeister Mario Götze und Sami Khedira ihr Ausnahmetalent unter Beweis gestellt. Seitdem ist das Interesse am mittlerweile traditionellen Sonnenland Cup in Passau, organisiert von der Spielvereinigung Hackelberg, fast schon ins Unermessliche gestiegen. Die erste Bundesligamannschaft war im Jahr 2000 der VfB Stuttgart. Und dann ist es Schlag auf Schlag gegangen. Dann sind 2001, 2002, 2003 sind dazugekommen natürlich München 60, Nürnberg und Schalke, Leverkusen. Es wurden immer mehr und mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich gar nicht mehr alle berücksichtigen können, weil wir nur 20 Plätze haben. Besonders begehrt sind dabei die Startplätze bei den C-Junioren. In dieser Altersklasse zaubert die Crème de la Crème des deutschen und mittlerweile sogar internationalen Fußballs einen Hallenkick zum Zungeschnalzen auf den Rasen. Dieser Sonnenland Cup ist wirklich zu einem Niveau ausgeartet, wo man sagen muss, höher geht es nicht mehr. Also wenn man die Fußballspiele sieht und vor allem auch das Niveau der Burschen sieht, also das ist wirklich toll. Das Niveau ist sensationell gut und man merkt es immer aus Schiedsrichtersicht. Selbst wenn einmal ein Foul vermutet wird, das nicht gepfiffen wird, dann geht es einfach weiter, da wird nicht lamentiert, da wird nicht reklamiert. Also das ist schon die Schule, die gute Schule der Vereine, wo man einfach sagt, da wird nicht reklamieren oder die Selbstfalle und sowas trainiert, sondern da geht es einfach um einen Fußball, um einen gepflegten Fußball, um ein schnelles Spiel, um ein Direktpassspiel und so weiter. Und das macht auch dann als Schiedsrichter entsprechend richtig Spaß. Mir wurde das Turnier weiterempfohlen, mir wurde gesagt, hier muss man unbedingt herkommen, die sind alle super nett. Und es passt eigentlich alles hier. Für uns ist es, für die Jungs ist es immer ein Ausflug. Die spielen mal gegen andere Mannschaften. Die spielen auch nicht so oft gegen Liverpool oder gegen Bayern München oder Mainz oder Stuttgart. Und deswegen ist es ganz ordentlich. Die Nachwuchskicker von prominenten Teams wie dem FC Bayern München, dem FC Augsburg oder dem englischen Traditionsclub FC Liverpool hier in Rot lockten dabei in diesem Jahr sogar einen Beobachter von höchster Stelle in die Drei-Flüsse-Stadt.
Ich habe viele gute Spiele gesehen, tolle Organisation. Ich sehe natürlich oder gehe in erster Linie auch hin, um ein paar Spieler, die ich schon in Lehrgängen kennengelernt habe, zu überprüfen, wie ihren Leistungsstand ist, aber auch neue Spieler kennenzulernen und zu entdecken. Zu entdecken gab es bei diesem Turnier auch für die rund 1500 Zuschauer einiges. Zum Beispiel, dass sich der TSV 1860 München auch im Nachwuchsbereich immer wieder selbst ein Bein stellt. Trotz dieses bitteren Gegentreffers bewiesen die Junglöwen im Derby mit dem FC Bayern aber, dass sie durchaus auch mithalten können mit dem großen Nachbarn. Der FCB musste sich in seinem letzten Vorrundenmatch mächtig strecken, um schließlich doch mit 3:2 als Sieger vom Feld zu gehen. Zur Titelverteidigung reichte es allerdings nicht, denn im Viertelfinale zeigten die Grasshoppers Zürich aus der Schweiz dem Vorjahressieger seine Grenzen auf und gewannen deutlich mit 4:1. Dennoch waren die Bayern zufrieden mit ihrem Auftritt. Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja auch bei dem Turnier Mannschaften aus Liverpool, Tottenham, aus der Schweiz Mannschaften. Wie gesagt, ein internationales Turnier, denke ich, das sehr hochkarätig besetzt ist und auch sehr vom Niveau her auch ein sehr hohes Niveau hat. Nach dem Aus des FCB ruhten die bayerischen Hoffnungen nun also auf dem FC Augsburg. Doch auch für die Schwaben war nach dem 0:2 gegen den Karlsruher SC im Halbfinale Endstation. Den zweiten Finalteilnehmer ermittelte sozusagen die Schweizer Garde. Im Duell mit dem FC St. Gallen behielten auch hier die Grasshoppers Zürich mit 2:1 die Oberhand. Das Endspiel war dann jedoch eine klare Sache für den deutschen Vertreter. Der KSC holte sich mit einem überraschend deutlichen 3:0-Erfolg über Zürich erstmalig den Titel. Ja, also die Kräfte waren am Ende. Wir sind früh losgefahren und das haben wir nicht erwartet, so ein Turnierverlauf. Und auch wenn durchaus das ein oder andere Tor mehr hätte fallen müssen, hat der Sonnenlandcup in Passau wieder einmal alle Erwartungen übertroffen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Sonnenlandcup 2016. Man sieht es an den Zuschauern, die Begeisterung ist da, tolle Spiele, ein hohes Niveau, tolle Mannschaften, das ist wirklich sehr schön. Trotzdem gilt auch in Passau die alte Regel, nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Wir möchten natürlich bestimmte Mannschaften wieder dabei haben. Eine ist natürlich der VfB, der hat bei uns immer einen festen Platz. Und der FC Bayern auch, das ist ganz klar. HSV, wir müssen schauen. Wir wollen aber auch immer neue Mannschaften präsentieren. Post habe ich auch schon von Manchester United bekommen. Aber es ist schwierig, sich noch zu steigern. Es ist auch eine Frage der Kraft. Jetzt hat man aber ohnehin erst einmal etwas Zeit zum Erholen, bevor dann die Vorbereitung der 18. Auflage beginnt. Und auf die freut man sich nicht nur in Karlsruhe, schon jetzt. Feinstaub in den Straßen der Städte soll die grüne Plakette verhindern. Aber was ist mit dem Feinstaub im Büro? Der überschreitet Grenzwerte für Innenstädte um das Hundertfache. Allerdings, für Büros gibt es gar keine Grenzwerte. Trotzdem hat ein Unternehmen aus Reichertshofen dieser Belastung jetzt den Kampf angesagt. Pottenstein im Lichterglanz. Das gibt es nur einmal im Jahr. Grund ist der Beschluss der ewigen Anbetung am Dreikönigstag. Denn nach der letzten Betstunde in der Kirche bewegte sich die Abschlussprozession mit Ehrengast Innenminister Joachim Herrmann durch den kleinen Ort. Es ist zurückzuführen auf eine Anordnung des Bischofs. Das hätte jetzt hier in Pottenstein so in der Form mit den Bergfeuern seit 1905 der Beschluss der ewigen Anbetung in dieser Form gefeiert, wo überall auf den Berghängen am 6. Januar Feuer entzündet werden. Es ist aber auch schon in der Historie weiter zurück, wo diese ewige Anbetung als Grundlage eigentlich dieses kirchlichen Festes sich letztendlich etabliert hat. Und das geht also Mitte des 18. Jahrhunderts schon zurück, wo hier dann in den Kirchengemeinden, generell in der fränkischen Schweiz, ewige Anbetung gefeiert wurde. Das heißt, wo mehrere Tage Betstunden stattfanden. Und zum Ende, also sprich zur letzten Betstunde, geht dann die Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Pfarrer und mit dem Allerheiligsten auf die Straße. Ein heimeliges Gefühl von Stille und Faszination. Doch was bedeuten die 1000 Holzfeuer? Woher das genau stammt, weiß ich nicht. Aber wir ehren mit diesen Feuern Christus, den Herrn, der das Licht der Welt ist. Am Schluss zierte den Schlossberg noch ein 7 Meter hoher Rosenkranz zwischen zwei Felsen. Die Konstruktion ist von 1957. Damit wollte man das dunkle Loch füllen, das an der Stelle immer zwischen den Feuern war. In
Entschuldigen Sie, das war natürlich nicht der Bürosmog, sondern der Beitrag über die 1000 Holzfeuer am Dreikönigstag in dem fränkischen Städtchen Pottenstein. Jetzt, wie versprochen, der Beitrag über die Eingrenzung des Bürosmogs. Wie viel Staub befindet sich in einem Computerdrucker? Adam Wolf weiß das ziemlich genau. Er beschäftigt sich seit 12 Jahren mit diesem Thema. Das Bundesforschungsministerium hat ihn damit beauftragt, den Bürosmog zu bekämpfen. Das ist offenbar auch dringend nötig. Man muss sich vorstellen, draußen auf der Straße sind 50 Mikrogramm pro Kubik Luft Höchstgrenzwerte, die in München in der Feinstaubzone auftreten dürfen. In geschlossenen Räumen wurde zwischen 500 und 1800 Mikrogramm pro Kubik Luft gemessen. Nur in geschlossenen Räumen gibt es keine Höchstgrenzwerte. Adam Wolf hat sich mit diesem Problem an das Bundesforschungsministerium gewandt. Das hat seine Firma dabei unterstützt, einen neuartigen Filter zu entwickeln. Dieser Filter reinigt die Abluft von Kopierern und Druckern. Schließlich kann der Laie sein Gerät nicht so reinigen wie der Profi. Weil die Maschine doch ein sensibles Gerät ist, welches mit Hochspannungen arbeitet. Deswegen wäre es auch sinnvoll, einmal jährlich diese Geräte zu warten. Weil Sie haben jetzt gesehen, da war sehr viel Staub in dieser Maschine. Hier oben befindet sich eine Lasereinheit, welches das Schriftbild erzeugt auf dem Papier. Und jeder Staubfusel, jeder Flanken unterbricht einfach den Laserstrahl. Insofern ist der Staub nicht nur schlecht für das Büroklima, sondern auch schlecht für das Schriftbild. Bürosmog ist als Problem allgemein noch gar nicht richtig erkannt. Höchstens bei Einrichtungen, wo es wirklich auf klinische Reinheit ankommt. Wir wissen, dass Kliniken in den Intensivstationen weit über 500 Milligramm gemessen wurden. Und die setzen bereits jetzt unsere Filter ein. Und wir sind jetzt auf 43 Mikrogramm pro Kubik Luft heruntergekommen. Das ist doch ein Elftel vom tatsächlichen Wert von vorher. Sein Einsatz für saubere Büroluft hat dem Unternehmen aus Reichertshofen zahlreiche Auszeichnungen beschert. Die Firma Konzept GmbH ist auch Mitglied im Umweltpakt Bayern. Ja, wir haben uns für das QUB interessiert. Das QUB heißt Qualitätsverbund umweltfreundlicher Betriebe. Und wir haben gesehen, da gibt es gar nicht so viele Firmen in Deutschland. Das sind ca. 500. Die sich hier ausbilden und zertifizieren haben lassen, dass sie umweltfreundlicher arbeiten. Von den Gefahrstoffen angefangen und beim umweltfreundlichen Arbeiten, saubere Luft am Arbeitsplatz, bis möglichst niedriger Energieverbrauch im Haus und wie wir zu unseren Kunden kommen. Wer sich für QUB qualifiziert, ist automatisch Mitglied im Umweltpakt Bayern. Dazu haben wohl auch die Delfinpatenschaften des Unternehmens beigetragen. Die Delfinpatenschaften sind übrigens aus dem Firmenmaskottchen entstanden. Jetzt sorgt das Unternehmen auch für eine gesunde Umwelt in den Weltmeeren. Das war's schon fast mit TV Bayern Live für heute. Jetzt gibt's noch die Wetteraussichten. Ich sag schon mal auf Wiedersehen bis nächste Woche. Machen Sie's gut. Servus. Noch verharren wir in feucht-milder Atlantikluft. Das wird sich in der kommenden Woche ändern. Ab Mittwoch kommt Polarluft zu uns. Die ist feucht, bringt erst im höheren Flachland Neuschnee. In den Bergen, gerade in den Wintersportgebieten, wird es viel Schnee geben. Und ganz unten, wie an Main, Donau und Bodensee, gibt es dann zum Wochenende hin Schneefall. Und was dann passiert, ist noch offen. Die einen Modelle sehen 15 Grad plus und Sonnenschein, andere 15 Grad minus und neuerliche Schneefälle. Es bleibt also spannend beim Wetter. Recht unspektakulär verläuft die Nacht. Es gibt noch in Alpennähe anfangs ein paar Regenfälle. Die ziehen sich über den Chiemgau Richtung Salzburger Land zurück. Dann lockert es vorübergehend auf. Im Norden bildet sich örtlich Nebel. Und gegen Morgen setzt dann im westlichen Franken wieder Regen ein. Bei Tiefstwerten grob zwischen 5 und 0 Grad. Im Osten kann es anfangs ein bisschen Frost geben.
Morgen haben wir in Franken viel Wind und dazu überquert uns von West nach Ost ein Regengebiet. Dahinter lockern am Nachmittag vom Untermain her die Wolken wieder auf und es folgen noch einzelne Schauer. Das Ganze bei Höchstwerten von 4 Grad rund um Hof, sonst sind es 5 bis 8 am Untermain bis zu 9 Grad. Und der Wind frischt unangenehm auf, kommt aus südwestlichen Richtungen. Das ist aber erst der Anfang in Sachen Wind. In der Oberpfalz und in Niederbayern haben wir am Vormittag noch ein paar Wolkenlücken und um die Mittagszeit überquert uns ein sattes Regengebiet. Es regnet zum Teil richtig kräftig. Die Höchstwerte erreichen um die 5 bis 6 Grad und durch den auffrischenden Wind kommt uns das kühler vor. Anfangs kommt der Wind noch aus südöstlichen Richtungen. Er dreht dann später auf Süd und dann auf Südwest. In Schwaben, Allgäu und Oberbayern überquert uns ebenfalls dieses Regengebiet mit zum Teil intensiven Regenfällen. Am Nachmittag lockert es von Württemberg her wieder auf und die Sonne kommt heraus und dann sind noch einzelne Schauer unterwegs. Die Höchstwerte erreichen in windgeschützten Alpentälern um die 5, in der Münchner Ebene bis zu 9 Grad. Dazu frischt der Wind vor allen Dingen über dem Alpenvorland böig auf. Weiter nach Osten zu ist der Wind noch schwach. Und dann wird es stürmisch zu Wochenbeginn. Am Montag noch mit sehr milden Temperaturen und Regen. Am Dienstag wird es langsam, am Mittwoch deutlich kälter und es schneit.